Mit Version 5.3 meines Granulatextruders arbeitet der Prusa MK4 schon sehr zuverlässig und daher möchte ich in diesem Video ein wenig mehr auf die Änderungen an der Druckermechanik eingehen. Ferner werde ich mit dem Prusa aus PLA-Pulver weitere Teile für den Umbau drucken. Im Vergleich zum letzten Video habe ich einige Änderungen vorgenommen, welche die Handhabung des Druckers vereinfachen. Nicht nur in der Experimentierphase ist ein guter Zugang zu den Kernkomponenten des Extruders von Vorteil, weshalb ich die Aufhängung überarbeitet habe. Der originale Prusa Kraftsensor, der zum Leveln des Druckbetts dient, ist nun an der Rückseite des Extruders angebracht. Die Befestigung an der Mechanik der X-Achse ist hinten am Extruder zu sehen. Der Kraftsensor ist somit die Hauptkomponente der Aufhängung des Extruders. Da sich diese Aufhängung ganz unten befindet, der schwere Schrittmotor inklusive Getriebe jedoch ganz oben, ist ein zweiter Haltepunkt nötig. Oben können zwei Schrauben so justiert werden, dass der Motor sich so gut wie nicht mehr nach links oder rechts bewegen kann. Von vorne sorgt eine dritte Schraube dafür, dass der Kraftsensor ein wenig entlastet wird und der Motor auch in dieser Richtung nicht unnötig wackeln kann. Ein Magnet hält den Bauteillüfter in Position, der wie beim originalen Druckkopf zwecks besserer Zugänglichkeit zur Seite geklappt werden kann. Vier weitere Magnete halten die vordere Abdeckung mit dem Einfülltrichter in Position. Damit kann diese Klappe leicht entfernt und der Extruder über die zusätzlich angebrachte Lasche entleert werden. Diese Öffnung ist nun so groß, dass das Pulver problemlos nach unten rieselt. Die Wasserkühlung wird schon länger nicht mehr per Gravitation, sondern mit einer kleinen Pumpe angetrieben. Diese entstammt der Scheibenwaschanlage eines PKW und wird über die 24 Volt des Prusa-Netzteiles betrieben. Über eine kleine Platine kann die Pumpleistung so reduziert werden, dass nur ein schwacher Wasserstrahl austritt. Version 5.3 meines Extruders verfügt über eine leicht geänderte Geometrie der Röhre. Die Skizze mit den Abmessungen gibt's wie immer auf meinen Seiten. Im letzten Video hatte ich den Druck eines Benchy gezeigt. Hier drucke ich als erstes wieder einmal ein Kettenglied. Mit den Abmessungen von nur 27 x 25 x 12 mm ist dieses Teil einfach schneller gedruckt und die Fortschritte in der Entwicklung sind für mich genauso gut auszumachen. Ich habe ein extra Video ohne jegliche Kommentare gedreht, in dem der komplette Druckvorgang inklusive Ergebnis zu sehen ist. Wie bereits gesagt, der Prusa arbeitet sehr zuverlässig und um nicht alle halbe Stunde frisches Material per Hand einfüllen zu müssen, ist eine automatische Zufuhr die nächste logische Umbaumaßnahme der Druckermechanik. Die benötigten Teile werden natürlich nach guter RepRap-Tradition mit dem Prusa selbst aus Kunststoffpulver gedruckt. Der Einfülltrichter ist bezüglich seiner Geometrie ein eher einfach zu druckendes Bauteil. Die Abmessungen betragen 70 x 70 x 70 mm. Gedruckt wird mit einer 0,5 mm Düse. Die Führungen der Rohre sind komplexer, der Druck hat aber ebenfalls keine Probleme bereitet. Auch die Abdeckungen der Linearkugellager an der Z-Achse bedurften einer Änderung. Größtes Bauteil ist der Vorratsbehälter mit einem Fassungsvermögen von etwa 1 Liter. Die Abmessungen betragen 180 x 180 x 120 mm.
Wie beim originalen Prusa war nur der Druckauftrag zu starten und anschließend galt es zu warten, bis dieser abgearbeitet war, was für den Trichter nach etwas mehr als 8 Stunden der Fall war. Nun gut, noch musste ich alle halbe Stunde einen Löffel PLA-Pulver nachfüllen. Die gedruckten Bauteile sind von guter Qualität und somit problemlos für die Aufrüstung des Prusa zu verwenden. Alle Bauteile wurden mit einer Schichtstärke von 0,2 mm gedruckt. Die maximale Geschwindigkeit für die auf 25% gesetzte Füllung aus Wabenmuster war auf 40 mm pro Sekunde gesetzt. Abgesehen von der Füllung wurden alle anderen Strukturen mit 30 mm pro Sekunde gedruckt. Die Extrusionsweite betrug durchgehend 0,7 mm. Das sind meine Standardeinstellungen für den 3D-Druck, mit denen ich zuvor auch die orangefarbenen Upgrade-Teile des Prusas mit einem Filamentdrucker erstellt habe. Für die Anbringung des externen Vorratsbehälters gibt es verschiedene Lösungen, alle mit spezifischen Vor- und Nachteilen. Ich habe mich dafür entschieden, diesen an der Z-Achse zu befestigen. Ein Rahmen aus 3 Alu-Winkelprofilen dient als Träger des Vorratsbehälters. Die Materialzufuhr erfolgt über 2 ineinander schiebbare Rohre, eines aus Kunststoff und eines aus Aluminium. Damit wird der Längenausgleich bei der Bewegung längs der X-Achse ermöglicht. Da der Vorratsbehälter an der Z-Achse befestigt ist, muss in dieser Richtung kein Längenausgleich erfolgen. Wie zu sehen, wurden ein paar Teile der Befestigung noch geändert, so entfällt zum Beispiel der kleinere Einfülltrichter. Unten befindet sich ein zweites Drehgelenk. Die Elektronik für den Pulvernachschub ist noch nicht implementiert. Benötigt wird ein Sensor, der anzeigt, dass Material von oben nachgeliefert werden muss und ein Motor, der das Herausrieseln aus dem Vorratsbehälter steuert. Auch wenn mein Prusa MK4 mittlerweile zuverlässig ohne Filament drucken kann, ist die Entwicklungsarbeit noch lange nicht abgeschlossen. Auffällig ist die dunkle Verfärbung des als erstes Bauteil gedruckten Trichters. Diese wird durch Abrieb im Innern des Extruders verursacht, während des Druckvorgangs ist ein Knirschen und Quietschen zu hören. Nach wie vor bestehen die Kernkomponenten des Extruders aus mehr oder weniger handgefertigten Teilen mit einer nicht gerade überragenden Präzision. Dadurch kann die Schraube hin und wieder an der Wand der Extruderröhre schrammen, wenn beim Anfertigen der Komponenten oder beim Zusammenbau allzu sehr geschludert wird. Und auch wenn die Schraube nicht direkt in Kontakt mit der Extruderwand kommt, erfolgt ein Materialabtrag über die Kunststoffkörner. Besonders bei einem neuen Extruder werden im Verlauf der ersten Nutzung scharfe Kanten in der Röhre glatt poliert. Ich werde zu gegebener Zeit mal intensiver über den Abrieb in dem Extruder reden müssen. Der große Trichter, welcher als letztes Bauteil gedruckt wurde, ist bereits schön hell, lediglich an der Oberkante, hier unten im Bild, gibt es ein dunkleres Band. Hier war ich etwas spät mit dem Nachfüllen von Granulat. Offensichtlich hat auch der Füllgrad des Extruders einen Einfluss auf die Reibung in der Röhre. Ein Blick durch das Mikroskop zeigt, dass die abgeriebenen Partikel bei dem dunklen Trichter jenseits der Auflösung des optischen Geräts liegt. Aber auch bei strahlend weißen Bauteilen sind dunkle Partikel zu erkennen, die sowohl aus Verunreinigungen im Pulver als auch aus verbranntem Kunststoff bestehen. In der handgemachten Extruderröhre gibt es tote Stellen, im Englischen bisweilen als Rattennester bezeichnet, in denen der Kunststoff allzu lange verweilt und sich somit zersetzt, bevor dieser extrudiert wird. Mehr Präzision in meine Extruderfertigung zu bringen, ist also der nächste Schritt, den ich angehen werde. Im Hintergrund ist ja schon eine für Metallbearbeitung umgerüstete Druckermechanik zu sehen. Ob das Schweißgerät ebenfalls zum Einsatz kommt, wird sich zeigen.
Wer mich in der weiteren Entwicklung des filamentlosen FDM-Druckverfahrens unterstützen möchte, auf meinen Seiten gibt's neben weiteren Infos zum Projekt auch eine Spendenschaltfläche. Neben meinem anonymen Großsponsoren haben mir schon viele Menschen eine finanzielle Motivationsspritze zukommen lassen, damit die FDM-Drucktechnologie auch weiterhin aus der Community heraus vorangebracht wird und frei von Patenten bleibt. Vielen Dank für jegliche Unterstützung! In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!